Hallo zusammen, willkommen zu einer knackigen Analyse. Das zugehörige Spiel hat sich zugetragen beim letzten Spieltag der ersten Herren Bundesliga. Ich könnte hier also sagen Skat on Tour, ich könnte natürlich auch sagen How to Skat, denn logischerweise lässt sich da auch einiges bei lernen. Ich ziehe aber trotz alledem die Rätselkarte und sage, es handelt sich dabei gleichzeitig auch um ein Rätsel. Das ist an sich das Tolle. Nur eine Woche nachdem das Spiel in echt gespielt wurde, war es hier schon als Rätsel veröffentlicht. Das finde ich also ziemlich cool. Idee kam von Walter van Stegen, internationaler Skat-Großmeister, lebende Skat-Legende. Ihr habt von ihm vielleicht schon gehört, wenn ihr meine Videos schaut. Und Walter war hier mit am Tisch, ebenso übrigens Holger, ein Mannschaftskollege von mir, das heißt, es ging hier im direkten Duell. Und dann schauen wir uns jetzt einfach mal an, was sich da zugetragen hat. Walter hat also folgendes Blatt hier in Vorhand bekommen, das ist natürlich gar nichts und deswegen hat er auch sofort gepasst, sein Partner hat auch gepasst und der Alleinspieler in Vorhand hat jetzt bei 18 Kreuz gespielt. Das ist natürlich im ersten Moment überraschend, denn da sind 5 Trümpfe dagegen. Nichtsdestotrotz ist noch gar nicht klar, ob das irgendwas bringt, denn die Beikarte hier mit König bestellt und vor allen Dingen der blanken 10 ist natürlich ausgesprochen durchwachsen. Ersten Stich Pik Bube natürlich mitnehmen. Chance ist viel zu groß, dass, oder Risiko, dass unser Partner ein Trumpf volles hat. So war es auch. Trumpf Ass fällt rein. Das heißt 15 Augen für uns. Wie jetzt am besten fortsetzen? Herz 10 ist sicher die beste Karte, denn der Alleinspieler wird diese 10 sowieso schnappen, wenn er das Ass hat. In den anderen Farben riskieren wir im Zweifel noch einen König zu verbrennen, den wir gegebenenfalls sonst nach Hause bringen könnten. Also, Alleinspieler nimmt die Herz 10 mit dem Ass mit und zieht jetzt Herz Buben. Das ist hier nicht der beste Zug, muss man sagen. Etwas leichtfertig den höchsten Trumpf in den Ring geschmissen von meinem Mannschaftskollegen Holger, auch wenn er natürlich noch nicht wissen konnte, dass die 5 Trümpfe dagegen stehen. Trotzdem, das macht es hier natürlich relativ leicht, erstmal den Trumpf Lusche zu legen. Und hier im Rätsel ist die Karte vom Partner jetzt auch schon aufgedeckt. Die können wir uns natürlich noch mal verdeckt vorstellen. Der legt natürlich hier eine Karo Lusche. Und jetzt hat der Alleinspieler logischerweise auch erkannt, oh, 5 Trumpf dagegen. Das heißt, Trumpf-Gleichstand ist hier schon hergestellt. Alleinspieler steht noch auf Trumpf 10, König Lusche. Hat natürlich jetzt kein Interesse mehr, Trumpf fortzusetzen, denn damit gefährdet er gegebenenfalls seine Trumpf 10. Geht also über die Dörfer, das übliche Muster, wenn die Trümpfe dagegen stehen. Da gibt es jetzt von unserer Seite keine Tricks, einfach die Lusche und von unserem Partner kommt die Dame. Nichtsdestotrotz sollten wir an dieser Stelle schon eine Idee davon bekommen, wie die Karte steht, wo hier die Pik Lusche auf dem Tisch liegt. Da wird nämlich auch mit verdeckten Karten müsste klar sein, dass das Karo Ass nicht beim Alleinspieler sein kann. Wenn der 3 Asse in der Beikarte hat, die blanke Herz 10 geschnappt hat, dann hätte der natürlich Pik Ass und Karo Ass durchgezogen, um diesen Vollen nicht zu riskieren. Das heißt, das Karo Ass muss bei unserem Partner sein. Das ist ganz logisch und naja, umso logischer hier, wo wir es ja auch sehen. Unser Partner muss mitnehmen und wird jetzt natürlich den Herzkönig spielen. Logisch, Ass und 10 war weg, Alleinspieler muss wahrscheinlich noch bedienen. Er öffnet uns damit die Chance hier zu wimmeln auf 37 Augen. Und natürlich ist es jetzt auch die beste Fortsetzung, die Herz-Dame zu spielen. Und wir sind hier jetzt quasi im Endspiel, also nur noch wenige Karten. Der Alleinspieler sticht mit der Kreuz 10 über und ich sage einfach mal ganz spontan, ohne jetzt zu tief drüber nachzudenken, welche Karte solltet ihr denn jetzt hier drauflegen? Ja, am Skattisch ist es nämlich so, da muss es ja schnell gehen, da hast du nicht im Zweifel ewig Zeit. Und es ist eine ganz nette Falle hier, ein Honigpöttchen mit der Kreuz 10. Es verführt natürlich dazu, hier mit dem Karo Buben überzustechen. Und wir können ja auch mal gucken, was dann passiert. Wir stechen mit dem Karo Buben über. Jetzt würden wir wahrscheinlich nicht Trumpf spielen, sondern vielleicht Karo. Dann würden wir vielleicht das Ass auch noch nicht riskieren, sondern unser Partner geht nur mit der Dame rauf. Will vielleicht jetzt auch das Ass noch nicht anbieten, nützt uns aber alles nichts. Der Alleinspieler wird am Ende
ganz einfach jetzt mit dem Trumpf König noch das Karo Ass bekommen. Und interessanterweise haben wir nur genau 58, das heißt, der Alleinspieler mit diesen 15 Augen kommt auf 62. Das konnten wir nicht mehr verhindern, nachdem wir mit dem Karo Buben übergestochen haben. Das heißt, hier muss jetzt ein anderer Plan her. Und das Zweite, was so vielen Hobbyspielern dann vielleicht in den Sinn kommt, gerade auch wenn der Alleinspieler, der hier auch noch Möglichkeiten hat, statt mit der Kreuz 10 vielleicht mit dem König sticht, ist dann etwa hier die Karo Lusche fallen zu lassen. Gibt allerdings auch ein Problem damit, denn der Alleinspieler hat dann einen Trumpf weniger und kann uns mit dem siebten Pik ärgern, den wir jetzt zwangsweise vorstechen müssen, was dazu führt, dass wir zwar das Karo Ass nach Hause bekommen, aber der Alleinspieler eben jetzt noch den Kreuz König macht. Und dann haben wir diesmal sogar nur 56 Augen. Ist also auch nicht besser gewesen. Und deswegen bleibt am Ende des Tages folgende Idee, die auch dann, sage ich jetzt mal, am Tisch zu erkennen ist, wenn du eben weißt, Karo Ass ist bei meinem Partner, Trumpfgleichstand ist hergestellt. Wenn man jetzt eben erkennt, Karo Bube Überstich führt zu mehr Augen, Karo Lusche Abwurf führt zu einem weiteren Stich mit dem König. Es bleibt letztendlich als ideale Karte und in dem Fall auch als einzige Möglichkeit, das Spiel zu schlagen, der Unterstich mit der Kreuz Lusche, denn dann kann der Alleinspieler jetzt nur noch seine Pik Lusche hinziehen. Wenn er Trumpf spielt, gibt er direkt alle Stiche auf. Das ist dann aber ein Null-Punkte-Stich, sodass er tatsächlich jetzt nur noch 13 Augen bekommen hat, statt 15 im anderen Fall. Und das bedeutet, wir können auf diesem Weg auf 60 Augen kommen. Die Karo 10 war gedrückt. Und ja, das ist doch eigentlich eine ganz interessante Endspielsituation, die eben sehr leicht zu verbocken ist, wenn man da nicht aufpasst. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Spiel gegen viele Hobbyspieler gewonnen wird, aber nicht mit Walter und nicht in der ersten Herren-Bundesliga.